Und wenn Sie dann auch noch auf dem E-Bike richtig sitzen, das wäre es dann. Also wenn Sie dann Tagestouren fahren könnten, ohne Beschwerden, ja, sondern dass Sie angenehm einfach an der Lenker greifen, ohne Handschmerzen zu haben, dass Ihnen das Gesäß nicht wehtut, die Knie nicht wehtun und. Ja, auf was kommt es denn da an? Auf was muss man da achten? Also wir haben Folgendes dazu geleistet. Das eine ist, Sie bekommen unser Sondermodell hier in Rahmenhöhe 45, 50, 55, 60, also das sind vier Rahmenhöhe. Das bedeutet, für alle Personen, die ca. 1,65 m bis 1,90 m etwa groß sind, die passen dann auf das entsprechende Modell. Wenn Sie jetzt zum Beispiel das Taubenradsport als Haus, Familien-E-Bike einsetzen möchte, wo mehrere Leute mitfahren. Also Sie können irgendwie eine Differenz ausgleichen pro Rahmenhöhe von etwa 10 bis 15 cm Körpergröße. Also wenn Sie etwa gleich groß sind, Mann, Frau, so irgendwie, dann nehmen Sie sich das Modell, wo beide irgendwo drauf passen könnten. Und nun haben wir hier gleich noch einen Sattelschnellverschluss dran. Man kann auch den Sattel rausnehmen, aber mit einem Handgriff öffnet man dann den sogenannten Exzenterhebel und kann dann die Sattelstütze hier bis zu dieser Markierung einfach rausziehen. Also das bedeutet, so hoch können wir raus und so hoch kommen wir rein. So, und da damit ist es für mehrere Leute bestimmt nutzbar. Dann ein Bitkop Medicus Sattel haben wir da drauf. Medicus, Name ist Programm. Es ist ein Gelsattel, der anatomisch geformt ist. In der Mitte hier hat er ein Loch. Und sollte soweit eigentlich ganz gut passen. Sattel ist so eine Geschichte, wenn Sie mal irgendwann merken, es ist doch nicht der richtige, dann nehmen Sie einen S-Kulab-Sattel. Der kostet etwas mehr. Aber, sagen wir mal so, erfüllt dann eventuell noch ergonomische Gesichtspunkte, die man normalerweise an einem Sattel nicht verwirklichen kann. Aber der hier ist gut, ein sehr guter Sattel, der normalerweise eine Radtour mit 40, 50 Kilometer schmerzfrei zulassen müsste. Jo. Das ist das eine, Sie sitzen, zum anderen greifen Sie nach vorne. Der Lenker, das ist ein sogenannter Trekkinglenker, der ist etwas abgeschrägt hier. Vom Lenkerbügel, und zwar um das Handgelenk auszurichten, dass es also nicht seitlich belastet wird und Sie hier dann daneben Schmerzen drin kriegen im Handgelenk, sondern dass Sie angenehm die ganze Zeit nach vorne greifen, und zwar in einer ergonomisch natürlichen Position. Damit die Hände auch gestützt werden, haben wir hier Ergo-Griffe verwendet, die gleichzeitig auch den Halt bietet, dass die Hand nicht nach unten abrutscht. Das ist ein fantastischer Griff, das werden Sie merken. Also wenn man mit der Hand drauf geht, das schmeichelt richtig, so ein Handschmeichler ist das, ja. Natürlich, die Glocke gehört auch dazu, die ist auf der linken Seite, prima. Und man kann jetzt hier auch noch Feineinstellungen vornehmen am Lenker. Wenn man normalerweise den Sattel verstellt in der Höhe, passt es irgendwie doch noch von der Lenkerhöhe. Sollte Sie aber damit nicht zurechtkommen, dann können Sie auch hergehen und die Einstellung verändern, indem Sie hier die Schraube lösen und Klappe nach vorne und hinten. Ist ein bisschen komplizierter und aufwendiger. Ich würde es nicht allzu häufig tun, sondern man findet eine Position, wo dann für jeden recht ist. So, also das wäre jetzt das Thema zum richtigen Sitzen. Und jetzt folgt noch einmal so das Zubehör, was wir da alles dran haben.